können Sie. Rio de Janeiro, Traumstadt in Brasilien. Postkartenmotive und Straßenkultur. 12 Millionen Einwohner. Rio de Janeiro, was für ein Name. Ich bin da. Total gespannt auf diese Stadt. Total gespannt, wen ich treffen werde. Riecht nach Dope. Auf welchem Couch und Sofa ich schlafen darf. Und was die Leute hier so denken über ihre Stadt. Und das Leben in Rio de Janeiro. Couchsurfen in Südamerika. Ich treffe Mona. Sie hat gerade ein neues Leben geschenkt bekommen, ist in Brasilien aufgewachsen und kennt sich aus in Rio. Ich treffe Felipe. Er ist in Rio geboren, er lebt in der ärmeren North Zone und für ihn ist das wahre Rio. Ohne Strände und Touristen, dafür mit Nachtleben. Rio ist nicht die Hauptstadt von Brasilien, das ist Brasilia. Aber Rio ist die wohl berühmteste Stadt Brasiliens. Felipe wohnt im Stadtteil Maia. Hier wohnt die Mittelklasse, für uns eher untere Mittelklasse. Ich finde es immer schön, wenn ich nach Hause komme. Dann sehe ich die Berge. Und da hinten gibt es auch einige Favelas. Heute ist die Hauptstraße im Stadtteil Maia gesperrt. Der perfekte Zeitpunkt, sich die Menschen genauer anzusehen. Siehst du die schwarzen Jungs, die dort sitzen? Das sind Kinder aus der Favela. Das erkennst du nicht nur an den Klamotten, sondern auch an ihrem Verhalten. Und siehst du die weißen Kinder? Die fahren Fahrrad, Skateboard oder mit dem Catcar. Das ist Brasilien. Du siehst überall die Unterschiede von Schwarz und Weiß. Aber du hast mich gefragt, was der Unterschied zwischen dir und den Weißen hier ist. Ich sehe den Unterschied sofort. Zuerst mal an deiner Kleidung, am Verhalten und der Art, wie du gehst. Die Gringos gehen so sehr roboterhaft. Und bei uns Brasilianern ist das alles wie beim Samba. Wir gehen so. Es ist also sehr einfach, dich als Deutschen hier zu erkennen. Felipe will mir noch mehr unterschiedliches Leben in Rio zeigen. Er will mich durch eine Favela führen. Die Armenviertel werden oft von Banden und Drogendealern kontrolliert. Im Touristenführer stehen viele Warnungen. Okay, wir fahren also in den German Complex, deutschen Komplex. Das ist eine der größten Favelas in Rio. Ich hoffe, dass Felipe da gut Bescheid weiß, dass da nichts passiert. Aber er ist da ganz sicher, dass das alles okay ist, auch mit Kameras und so. Jumping up and down the floor. My hat is an animal. And once there was an animal. It had a song that mowed the lawn. Ich habe gerade mit dem Polizisten da gesprochen, ob es okay ist, heute durch die Favela zu laufen. Vor 15 Minuten gab es eine Schießerei. Es wurde auf einen Polizisten geschossen, aber er sagt, die Gegend sei trotzdem okay. Man sieht hier drin einfach sehr viele Polizisten. Die haben Maschinenpistolen, das fühlt sich an wie im Kriegsgebiet, nicht wie im normalen Leben. Felipe bittet mich, die Polizisten nicht zu filmen. Sie seien oft korrupt und könnten uns viel Ärger bescheren. Ich lebe zwar nicht hier, aber ich teile meine Stadt mit ihnen. Sie gehören genauso zur Stadt. Ich versuche, die Unterschiede in meiner Stadt zu verstehen. Das ist ja auch etwas Besonderes hier. Viele Brasilianer verstehen das aber nicht. Das sind doch aber auch Menschen wie wir. Sie arbeiten, sie haben ein gutes Leben. Naja, gutes Leben. Immer wieder sagt mir Felipe, ich soll die Kamera wegpacken. Ein paar Bilder kann ich trotzdem machen.
Das ist ein seltsames Spiel, das Verhältnis von Favela-Bewohnern und den Gangmitgliedern. Die Gangs sind sowas wie die Manager hier, die Bosse sind sowas wie die Bürgermeister. Und manchmal kümmern sie sich viel mehr um die Probleme der Bewohner als die richtige Regierung. So, noch ein bisschen Wissen für Streber. Der German Complex heißt German Complex, weil er von einem Polen gegründet worden ist. Und damals hat man noch, oder heute immer noch, alle, die europäisch aussehen, weiße Haut, immer Gringos genannt. Und schnell waren sie halt auch als Deutsche. Und dann hat man einfach aus dem Polen einen Deutschen gemacht. Und deshalb heißt das ganze Ding German Complex. Ist eines der größten Favela-Gebiete in Rio. 70.000 Leute wohnen hier. Man hat die ganze Zeit so ein bisschen Brummeln im Bauch, aber man sieht halt sehr schnell, es sind alles auch ganz normale und nette Menschen. Da ist nicht jeder böse, da ist auch nicht jeder in der Gang oder Drogendealer. Da sind viele Leute, die winken einem zu, da hat man eine Kamera in der Hand, wollen sie sich fotografieren lassen, Kinder kommen und wollen spielen. Es ist ein spannendes Erlebnis, also kann ich schon empfehlen, aber man muss halt immer so ein bisschen aufpassen. Am besten mit jemandem, der einen rumführt, wie Felipe zum Beispiel. So, tada, hier wohne ich. Das ist eine kleine Wohnung. Für uns in Brasilien eine normale Wohnung. Und hey, mein Zuhause ist dein Zuhause. Ich hasse diese Bilder. Ich denke oft, das ist mein Zuhause, aber oft auch wieder nicht. Meine Mama hat die Bilder ausgesucht und das ist ja auch okay, aber ich hasse diese Dinger. Das ist mein Zimmer. Eigentlich ist das nicht nur mein Zimmer, ich teile das mit meinem Bruder und meiner Schwester. Wir haben hier drei Betten. Ich bin nicht egoistisch. Das habe ich von meiner Mama. Die hat uns beigebracht zu teilen. Besonders, wenn du in einer kleinen Wohnung wohnst. Auch wenn du nur einen kleinen Keks hast, kannst du den teilen. Das ist meine Familie. Meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester und ich. Die Familie ist sehr wichtig hier in Brasilien. Sie wissen sehr viel über dich. Aber manchmal überschreiten sie die Grenze zu deiner Privatsphäre. Das ist nicht so ganz meins. Der Rest meiner Familie sind echte Familienmenschen. Die sagen, ich sei kein Familientyp, aber ich glaube das schon. Ich liebe sie doch alle. Felipe unterstützt seine Mutter mit Geld. Er arbeitet als Nachhilfelehrer in einer Abendschule, 40 Minuten mit dem Zug entfernt. Wir steigen aus und sind ganz tief in der Nordzone von Rio. Keine Favela, aber das ist Rio, wie es nicht im Fernsehen und in Magazinen zu sehen ist. Hier leben die meisten der 12 Millionen Einwohner. Das ist Alltag. Das ist Felipes Schule. Deutsch kann man ja auch lernen und Englisch. Aber das kann man nur lernen, wenn es Tag ist, ja? Oder wenn man Licht hat. Und heute haben wir kein Licht, denn der Strom ist ausgefallen. Wir gehen aber trotzdem rein. Das ist meine Klasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Plätze. Guck mal, hier unterrichtet sogar jemand. Wir verlagern den Unterricht also nach draußen. Just a coffee or something, anything. Just I don't care. Just like be somewhere. You know, like a little light would be nice. Yeah, but just something. You know, like we can grab something here or we can like just be somewhere. Felipe hat heute nur zwei Schülerinnen, Englisch-Nachhilfe. Ein Gringo verirrt sich selten hierher. Perfekt für die Mädels, Englisch zu üben. Aber sie sind schüchtern, also übernehme ich und will wissen, was sie von Deutschland wissen. Wir kennen Mercedes-Benz, den Formel-1-Pilot, Michael Schumacher. Michael ist ein typisch deutscher Name.
Ich weiß, dass die Deutschen klassische Musik mögen. Und Hitler, der gehört zur deutschen Geschichte. Ja, erfolgreiche Nachhilfestunde. Wir machen uns erstmal auf den Weg nach Hause. Es ist erst 19 Uhr, aber die Sonne fällt hier nah am Äquator und auf der Südhalbkugel sehr schnell vom Himmel. Ich treffe Felipes Mutter. Wie ist es wohl für die beiden, dass er mit fast 30 noch zu Hause wohnt? Das ist ja anders als bei euch in Europa, noch dazu, wenn du schwul bist. Ich sehe zum Beispiel meine Geschwister. Die können Freund oder Freundin einladen, meine Mutter unterhält sich mit ihnen, aber bei mir? Weißt du, mit der Sexualität, das ist schwierig. Meine Mutter hat schlimme Sachen zu mir gesagt. Ich musste da sehr stark sein. Jetzt ist alles gut, aber damals... Und sie sagte, du bist nichts wert. Du bist ein Nichts. Und wenn deine eigene Mutter dich nicht mehr unterstützt, wenn das irgendwo draußen passiert, okay, dann kannst du heulen oder anfangen zu diskutieren. Oder. Aber mit deiner eigenen Mutter, das ist schwierig. Das meist empfohlene Zentrum fürs Nachtleben in Rio ist Lapa, ein Stadtteil in der Nähe des alten Zentrums. Dieser Tanz heißt Jungle. Wurde hier zur Zeit der Sklaven erfunden. Es war einer der wenigen Sachen, die die Sklaven durften. Und wenn die Spaß haben wollten oder besser durften, dann haben sie getanzt. Es gibt natürlich keine Sperrstunde in Rio. Hier kann man feiern, solange man will. Wenn du Elektroclubs magst oder Drum Bass, egal. Du musst nur wissen, wo du hin musst. Hier gibt es alles. Die Leute hier sind sehr offen für Neues. Du findest hier super schnell neue Freunde. Jeder sagt sofort Hallo, wie geht's? Ich mag das. Wir haben eine sehr offene Stadt. Das ist hier echt alles auf der Straße. Und ich trinke noch nicht mal Alkohol. Aber hier gibt es Cachaça. Das ist ein sehr berühmter Drink hier. Es ist alles einfach. In weniger als 5 Minuten stehst du hier mit einem Fremden und unterhältst dich. Ich finde das super. Hey, Alter, ich bin aus Brasilien und ich mag keine Gringos. Da, war nur Spaß. Nur Spaß. Weiter geht es in Felipes Lieblingstanzlokal, wenn es um traditionelle Musik geht. Zeit für mich, mal wieder so richtig aufzutrumpfen. Ja, das kann ich. So, leider schon wieder Zeit, Tschüss zu sagen. Vielen Dank, dass du mir das alles gezeigt hast. So viele unterschiedliche Aspekte von Rio. Und natürlich habe ich dir was mitgebracht. Ich bringe immer was mit, meistens Schrott. Packen die Menschen in Deutschland Geschenke immer so ein? Nein, das mache ich. Ich bin da Spezialist. Und klar, wenn du mal in Deutschland bist, komm vorbei. Du bist herzlich eingeladen. Thank you very much, my friend. Thank you. Take care. Welcome. Helikopter. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es gibt heute den Test.
Lohnt es sich, einen Helikopterflug zu buchen und einmal über Rio zu fliegen? Oder ist es völlige Touri-Abzocke? Ich bin aufgeregt. Super Idee, hier was zu sagen. Viel zu laut. Ich habe auch keine Ahnung, was ich da gesagt habe. War nicht wichtig. Ich habe jetzt noch hier Gänsehaut und nicht nur vom Wind, sondern weil das einfach geil war. Mein nächstes Sofa steht in einer ganz anderen Gegend von Rio und leider wollte mich die Hubschrauberpilotin nicht hinfliegen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mich erwartet. Ich habe ein Date mit einem Mädel in Niterói. Das ist gegenüber von Rio, weil Rio liegt in einer großen Bucht und klingt sehr nett. Ich bin gespannt. Muna wohnt weniger als eine Minute vom Strand entfernt. Sie kennt sich aus in Rio und Umgebung. Muna lebt in Niterói. Die kleine Nachbarstadt von Rio ist vor allem für eines berühmt, für den besten Blick vom Strand auf die Skyline von Rio. Ich liebe es hier einfach. Der Sonnenuntergang hier ist perfekt. Aber es ist überhaupt keiner da. Warum ist niemand hier? Naja, weil so wirklich sauber ist das Wasser nicht. Und außerdem ist heute kein Wochenende. Da geht man hier nicht zum Strand. Aber am Abend machen hier viele Leute Sport. Da drüben, da gibt es Volleyballfelder, Fußball. Und am Abend ist hier viel mehr los. Und früh am Morgen, da machen die Leute hier Yoga. Und du hast das alles hier bei dir vor der Tür? Du wohnst nur eine Minute von hier, oder? Weniger als eine Minute. Deshalb komme ich auch jeden Abend her. Immer wenn ich von drüben aus Rio zurückkomme, dann setze ich mich hier hin. Für 10 Minuten, für eine Stunde, ganz egal. Und dann höre ich Musik. Der Blick rüber über die Bucht nach Rio ist echt wow. Muna will mir aber vor Rio auch noch Sachen in Niterói zeigen. Ihr Lieblingsort ist ein Museum.
Das ist das MAC-Museum. Das hat ein sehr berühmter Architekt gebaut, Oskar Niemeyer. Sehr talentiert. Sieht man schon an der Silhouette. Das Museum für moderne Kunst. Und ich denke, er wollte hier auch was sehr Zeitgenössisches hinbauen, was Modernes. Oh, ist geschlossen bis September. Hunger haben wir trotzdem. Direkt unter dem Museum ist ein Restaurant. Ich lebe allein. Ich muss für mein Geld arbeiten. Eigentlich arbeite ich nur, um zu reisen, wenn ich ehrlich bin. Ich gucke mir gerne Leute an. Ich treffe gerne neue Leute, interessante Leute. Und was ist kostenlos? Die besten Sachen im Leben sind kostenlos. Ich stelle mir oft selbst Aufgaben. Zum Beispiel habe ich mir für ein Jahr keine neuen Klamotten gekauft. Das habe ich vor 2 Jahren gemacht. Ein ganzes Jahr ohne Geld für Klamotten. Und ich habe gemerkt, das brauchen wir auch nicht. Okay, ist nicht ganz die Couchsurfing-Liga, die ich sonst gewohnt bin. Sehr edel. Lachs. Super. Hey, Wahnsinn. Das Ding kostet 12, 14 Euro oder sowas in der Liga. Für so ein Ding, für so einen Laden. Sehr gut. Große Empfehlung. Mit vollem Bauch und immer noch vollem Rucksack bin ich sehr gespannt auf die Bude von Mona. Sie wohnt, habe ich schon gesagt, recht nah am Strand in einer sehr guten Gegend von Niterói. Hier wohne ich, an der Ecke einer recht bekannten Straße. Gleich da drüben. Dieser Block ist schon ziemlich alt und die Leute, die hier leben, sind schon ihr ganzes Leben hier. Wir kennen fast jeden, der hier wohnt. Und jeder sagt, guten Morgen, hallo. Ich habe auf Munas Couchsurfing-Profil gelesen, dass sie in einer WG wohnt. Ja, herzlich willkommen. Das ist das Wohnzimmer. Ist ein bisschen chaotisch hier. Hier gucken wir Filme, unterhalten uns, machen Party. Freunde kommen zum Essen oder so. Ist das das Sofa? Ja, that's the yellow kitchen. Das ist die gelbe Küche. Viel Platz? Ja, viel Platz. Und das ist auch gut so, weil wir kochen sehr gern. Wir sind sehr viel in der Küche. Ich bin Vegetarier. Im Kühlschrank ist leider gerade gar nichts. Wir müssen einkaufen. Na, sieht sehr gesund aus. Eier. Ja, wir leben sehr gesund hier. Nicht wie in einer typischen Studenten-WG. Hier findest du keine Pizza oder sowas. Kein McDonald's, das gibt's hier nie. No McDonald's, nothing. Not in this house, it's not allowed. Keine Tiefkühlpizza. No deep frozen pizza. No. Das hat mir ein Freund geschenkt, als ich gerade eine harte Zeit hatte. Das hier war vor meiner Krebstherapie. Und das hier ist nur ein paar Tage vor der Chemotherapie. Dann habe ich meine Haare abgeschnitten und dann habe ich nur eine Seite abrasiert, um zu sehen, ob mir das steht. Ja, und dann sind mir die Haare ausgefallen. Wann wurde der Krebs denn entdeckt? Genau an meinem 25. Geburtstag. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich sterben müsste. Ich war gerade auf einer Europareise und dann habe ich hier bei den Lymphdrüsen was gespürt. Und dann habe ich mich sehr, sehr müde gefühlt. Ich konnte nicht mal mehr spazieren gehen, ohne dass ich Probleme beim Laufen hatte. War immer erschöpft. Und ich bin sonst nicht faul. Ich bekam Fieber, Erschöpfung, Müdigkeit. Aber die Symptome sind nicht so eindeutig. Ich hatte Glück, dass der Krebs bei mir sehr früh erkannt wurde. Ich hatte also fast eine 100% Überlebenschance.
5% of chance to survive. Das ist irgendwie komisch, dir das zu sagen, aber das steht dir total. Das sieht voll gut aus mit den kurzen Haaren. Das war bei einer Fotosession von einer Freundin von mir. Die hat damals Fotografie studiert und hat mich gefragt, ob sie mich fotografieren dürfte. Ich mag das eigentlich nicht so gerne, aber ja, haben wir gemacht. Seit wenigen Tagen ist die Therapie erst beendet. Der Krebs ist nicht mehr in ihrem Körper. Der Katheter für die Medikamente ist erst gerade rausgekommen. Ich wollte den Katheter immer loswerden, von Anfang an. Aber als er dann rauskam, da habe ich irgendwie gedacht, es fehlt was. Das ist hart. Du lebst mit dieser Geschichte für ein Jahr und dieses Jahr kommt dir vor wie 1000 Jahre. Und dann ist es vorbei und dann musst du dich erstmal wieder dran gewöhnen. An das Ende der Behandlung. Und das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach so, danke Gott, endlich vorbei. Ich war eine Muna vor dem Krebs, eine Muna mit dem Krebs und jetzt erschaffe ich gerade das danach. Das ist ein Prozess. Wir stürzen uns ins Getümmel und machen uns auf den kurzen Weg rüber über die Bucht, ab nach Rio. Die Fähre landet im alten Teil von Rio de Janeiro. Der Stadtteil heißt Centro und hier gibt es die meisten Bauwerke aus der Kolonialzeit von den Portugiesen. Der Palacio Tiradentes, 1926 gebaut, gehört nicht dazu, sieht aber cool aus. Wir gehen ein paar Meter weiter zu den Arco do Teles. Diese Gegend hier ist was für Einheimische, oder? Nicht so für Touris? Ja, hier kommen die Einheimischen hin nach der Arbeit, für ein Bier. Und nach Mitternacht gibt's oft Partys auf der Straße mit sehr unterschiedlichen Leuten. Hier gibt's Studentenpartys, kolumbianische Partys, Alternative Partys, Black Music. Das hier kennen nicht viele, steht nicht im Stadtführer. Ein Sofa in Rio. Großartig. Ich freue mich sehr, sehr luxuriös. Sehr schön, gute Nacht. Es ist leider schon wieder Zeit, Tschüss zu sagen. War super, vielen Dank für deine Zeit und ich habe auch ein Geschenk für dich. Man kennt mich auf der ganzen Welt für die schlechtesten Geschenke. Kannst du aufmachen, klar. Like a Pinocchio, no? So was wie ein Pinocchio? Ich liebe Spielzeug. Thank you, Thomas. Hamperman? Yeah, have you ever heard the word Hamperman? No. Awesome. Thank you very much. And of course you're invited. Und natürlich bist du auch bei mir eingeladen. Ich wohne nicht so super fancy, aber. Ach, auch hier ist es nicht super fancy. Es geht zum Flughafen. Bevor ich mich auf die nächste Reise vorbereite, Zeit für ein Rio-Resümee. Super cool finde ich, dass die Menschen einen ganz anderen Style haben. Ja? Menschen leben auf der Straße, irgendwie alles ist draußen. Draußen wird gefeiert, draußen wird gegessen, draußen wird geredet. Das ist natürlich auch viel lauter als bei uns, aber es ist eine echt coole Kultur. Auf jeden Fall eine Reise wert. Rio ist ganz weit vorn. Nee.